wir haben halt früher hier gerne gefeiert, ne? Wir waren halt hier oft drinnen und wir haben gehört, dass das halt jetzt gerade ziemlich abgerammelt ist und deswegen will ich mir noch ein, zwei Erinnerungsstücke mitnehmen und das war das letzte Mal. Ich war das erste Mal, das letzte Mal hier drin. Ne? Herr, wir sind in einer Diskothek. Auf mehreren Etagen, einfach nur ein übelst geiles Ding und leider insolvent gegangen. Jetzt sind wir gerade im Eingang. Stellt euch vor, kommt rein und es sah so aus. Hier drin sind auch noch ein paar Leute, die machen dermaßen viel Krach. Die kriegen es gar nicht. Die sind richtig laut. Da ist noch eine Frau mit dabei. 2 Euro. Das Bags. Da habe ich schon damals angefangen, mehr zu bezahlen. Ja, moin. Hallo. Was? Seid ihr nur zum Gucken hier? Fotos machen. Was? Fotos machen. Ach so, gut, alles vor mir oben. Wir geben uns der größten Mühe, uns zu verstecken, nicht aufzufallen. Guten Abend. Alles gut. Schauen wir bloß hier was an. Ach, das Place. Genau. Wir nehmen noch ein paar Erinnerungen mit, bevor das hier komplett niedergestürzt wird. Ich habe das schon gesehen, ihr seid nicht die Ersten, die etwas mitnehmen. Wir zerstören nichts, das stand frei rum, die Poster waren an der Wand, keine Angst. Im Anschluss erfolgte wir übrigens halt ein dummdreistes Gesappel, das ihre schlechte Kindererziehung rechtfertigen sollte. Ähnliches Gelaber mit einer aufdringlichen Art, sich für meine Kamera zu interessieren, hatten wir auch am Anfang bei der Frau. Wie der Zufall so will, so sagte er, dass es seine Freundin gewesen ist. Gleich und gleich gesellt sich halt einfach gerne. Nun mit einer neu erplünderten Beute und einem fehlenden Unrechtsbewusstsein zogen sie von dannen. Die Gegenstände mussten leider auch ihren neuen Besitzer finden. Urbex-Kodex? Anscheinend nein, danke. Hat immer noch besoffen. Die stanken alle nach Alkohol. Das ist so eine Bomben-Location. Da vergeht es einem. Das ist aber geil. Es geht sogar noch weiter her. Hier wäre ich drin gewesen.
Das hätte ich mal live erlebt. So schaut eine Garderobe aus. Für die, die es noch gar nicht kennen. Tatsächlich. Das haben sie rausgerissen. Wahrscheinlich irgendeinen Wisch bekommen. Ein riesen Handy. Werden einige gar nicht mehr kennen. So, mit so großen Telefonen haben wir damals telefoniert. So, dann machen wir mal Platz für die nächsten, die jetzt hier reinkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, kommentiert mich. Du bist genau im Filmstreifen drin. kommentiert mich. Kommentiert meine Videos, meine ich. Liked die Videos und abonniert, wenn ihr es geil findet. Bye, bye. Bye, bye.